Ja, und somit herzlich willkommen zu diesem Video über die User Experience mit der Oculus Quest 2, welche ich hier hinten habe. Overall ist das Ganze ein echt gutes Paket, was die Quest 2 hier mit sich bringt, mit vielen Features, welche nicht jede VR-Brille hat. Und für ungeschlagene 499 Franken in der Schweiz kann man dazu echt nichts sagen. Die Quest 2 ist ein Standalone-Headset und man braucht somit also keinen starken Gaming-PC, um coole VR-Games zocken zu können, und das Ganze auch noch kabellos. Das Handtracking-Feature, welche die Quest 2 hier besitzt, funktioniert recht gut, damit hatte ich wirklich fast keine Probleme und es ist mal eine coole Erfahrung wert, ohne die Controller zu benutzen. Das Headset selbst glänzt mit einer guten Build-Quality, schönen Materialien wie auch einem sehr guten Sound mit den integrierten Lautsprechern und sehr schön scharfen Displays mit einer Auflösung von jeweils 1832x1920 Pixeln. So kurz gesagt, die Quest 2 ist ein gutes Headset für VR-Einsteiger, welche gerne auch ohne starken Gaming-PC viele coole VR-Games zocken möchten und das Ganze auch noch kabellos und überall mit hinnehmen möchten. So, das war es jetzt erstmal mit den vielen positiven Punkten der Quest 2. Jetzt kommen wir zu den Kritikpunkten, welche natürlich nur auf mich persönlich bezogen sind. Da kann ich nicht für jede Person sprechen. Trotzdem gibt es ein paar Kritikpunkte, welche wirklich mich dazu bringen, das Headset wieder zurückzuschicken. Ich vergleiche das Ganze natürlich auch immer mit der Oculus Rift S, welche ich 2-3 Jahre hatte und damit eigentlich recht viele gute Erfahrungen hatte, aber auch schlechte. Von daher, nicht alles ist gut oder schlecht beim jeweils anderen Headset. Zum einen ist das natürlich der Komfort, welcher ein großer Kritikpunkt ist, denn das Headset bleibt lange auf dem Kopf, man trägt es viele Stunden und somit muss das Headset auch bequem sein. Hier kann man natürlich mit Third-Party-Herstellern das Ganze ausgleichen, allerdings finde ich, müsste man hier schon von Anfang an eigentlich schauen, dass das Headset bequem auf dem Kopf liegt, was mit diesem Headstrap von der Quest 2 nicht gegeben ist, meiner Meinung nach. Kabellos schon gut, doch allerdings möchte ich VR in vollen Zügen ausnutzen und mit AAA-Titeln wie Half-Life Alyx über Steam VR, dem Flight Simulator oder auch ganz einfach meine bisherigen Titel, welche ich auf der Oculus App auf dem PC gekauft habe, wieder spielen können. Dafür ist auch eigentlich Airlink gedacht, welches man via Bluetooth oder auch via Kabel mit dem PC verbinden kann. Doch allerdings habe ich hier etwa 70-80% nur schlechte Erfahrungen gesammelt, was die Framerate angeht, Aussetzen im Bild, Ton aussetzen, viele Lags, ja, einige Probleme, also nicht wirklich zufriedenstellend. Möglicherweise liegt das auch an meinem PC-System, kann ich nicht beurteilen, oder ich bin einfach bloß zu dumm, um das Ganze stabil zum Laufen zu kriegen. Auch mit dem Aufnehmen von Videomaterial hatte ich sehr viele Probleme, auch hier gab es viele Lags, Bildaussetzer, sogar Bildfragmente. Fragt mich nicht wieso, keine Ahnung, ich habe das Ganze über SideQuest versucht, andere Programme über die Oculus Quest selbst, ohne Airlink oder sonstiges. Nichts hat wirklich funktioniert, echt schade. Und ich als Video Creator würde ich mal sagen, ist das natürlich eine schlechte Erfahrung, würde ich mal grob sagen. Denn VR-Content gehört nun mal zu mir, ich finde VR wirklich sehr cool. Allerdings im Moment ist es etwas schwierig, was Gutes zu finden, was wirklich funktioniert mit Oculus-Systemen, Steam-VR, Aufnehmen von Bildmaterial, dem ganzen Paket. Wirklich schwierig, daher werde ich die Oculus Quest 2 wirklich wieder zurückschicken. Tut mir wirklich leid, ich hatte Hoffnung in... Trotz diesen vielen Problemen, welche ich jetzt hier aufgezählt habe, kann ich das Headset vor allem für VR-Einsteiger empfehlen. Man braucht keinen starken Gaming-PC, es ist ein Standalone-Headset, man hat viele Oculus-Titel zur Verfügung, die man spielen kann.
Es hat gute Bildqualität, gute Displays, guter Sound und vor allem ein unschlagbarer Preis. Was will man hier eigentlich noch mehr? Trotzdem wandert es bei mir wieder zurück, da ich wirklich nicht zufrieden bin und es wirklich sehr frustrierend war, das Ganze auszutesten, Probleme zu fixen. Ja, einfach für mich keine gute VR-Experience, könnte man sagen. Von daher, seid gespannt auf das nächste Video, denn ich hatte auch schon eine HTC Vive Cosmos Elite hier. Auch da war ich nicht ganz so zufrieden, vor allem für diesen Preis, was in der Schweiz etwa knapp 1000 Franken sind, gab es wirklich sehr viel auszusetzen. Von daher, seid gespannt aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss!